Schon Otto Waalkes wusste, Dänen lügen nicht. Ob das wirklich zutrifft, Nobby Dickel wird es herausfinden. Und zwar in der heutigen Ausgabe des Feiertagsmagazins. La 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 la, Dänen lügen nicht. La 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 la. Und damit ein herzliches Willkommen bei BVB TV und einer neuen Ausgabe des Feiertagsmagazins. Ja, am Wochenende geht es zum VfL Wolfsburg. Dort wollen wir natürlich unsere Erfolgsserie fortführen. Wir wollen natürlich mit einem Dreier weiter an der Tabellenspitze der Bundesliga bleiben. Wer heute zu Gast ist, könnt ihr euch sicherlich schon denken. Mein Singsang hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und wenn nicht, wird das der folgende Beitrag tun. Hügli. In Dänemark mehr als nur eine Vokabel, ein Lebensgefühl. Es bedeutet so viel wie gemütlich, angenehm, wohlig, eben typisch dänisch. All diese Attribute passen auch perfekt zu Thomas Delaney. Aber definitiv nur neben dem Platz. Auf dem Rasen wird der 27-Jährige zum Wikinger. Vor allem, wenn es darum geht, Bälle zu erobern. Der Skandinavier mit einer starken Zweikampfquote. Gepaart mit unbändiger Siegermentalität. Ein echter Anführer. Deswegen hat ihn der BVB geholt. Und natürlich auch, weil er ein guter Typ ist. Eben richtig Hügeli. Ja, und deshalb freue ich mich, dass ich ihn zum ersten Mal hier bei mir begrüßen darf. Schön, dass du da bist, Thomas. Dankeschön. Klasse. Sehr schön. Aber jetzt musst du mir natürlich ein bisschen weiterhelfen. Hügeli. Was bedeutet für dich Hügli? Was ist Hügli in deinen Augen? Hügli, ich glaube, ja, alles kann eigentlich Hügli sein. aber das ist so mehr ein so Mentalität und eine Stimmung. Good feeling. Ja, aber so ein bisschen vielleicht so langsam, du machst nicht so viel, aber alles ist gut. Man kann sagen, so vielleicht Candlelights und so. Ja, das wünsche ich mir bei dem einen oder anderen, dass er jetzt, wo du sagst, ja, dass er ein bisschen hügelig ist. Ja, und aber ja, es ist schwer zu erklären, glaube ich. Aber es ist so, gute Leben ist hügelig, so, sozusagen. Sehr schön, habe ich heute auf jeden Fall was gelernt. Finde ich gut. Hügli werde ich öfter mal anwenden ja, können. Klar. Ja, klar. Sei doch einfach. Keiner wird das verstehen. Aber ja, sei doch ein bisschen hügli. Ja, das ist hügli. Ja, manche. was ich ganz interessant finde, einmal im Jahr wird ja der World Happiness Report veröffentlicht. Und da landet Dänemark immer auf den vorderen Plätzen. Warum seid ihr denn so ein glückliches Völkchen? Woran liegt das? Ja, ich glaube, dass nochmal Hüge heißt es auch so. Hüge. Und es ist Hügelit. Okay. So Hüge. Wir probieren, so die meisten von der jeden Situation zu bekommen. Wir sind ein Land mit, ja, wie Deutschland, nicht so viel Sonne. Gibt viele Monate, wo es ganz dunkel ist. Und dann glaube ich, wir probieren das Beste zu erreichen und wir haben natürlich auch so ein ganz große Sicherheit in Dänemark von unserer, ja, wir bezahlen viel Steuer, das ist nicht so ja, geil, aber das ist nicht geklärt, aber das bedeutet auch, dass, dass die Jungs hat viel Zeit zu gehen zum Universität und studieren und alles ist im Ruhe und dann, ja, vielleicht die beste Zeit in Dänemark ist im Sommer. Weil alle sind draußen. Wann ist es plus 15, ist alle draußen. Geht es allen gut? Es ist wirklich so, ich kenne auch nicht einen Dänen, der nur ansatzweise unsympathisch ist. Na doch, gib ein paar. Doch? Ja, doch. Aber ich muss sie ja nicht kennenlernen. So meinst du, ist das gute Leute, glaube ich. Ja, um noch mehr typische Dinge aus dem Heimatland von Thomas geht es jetzt bei der Seitenwahl. Gebe dir die Möglichkeit, entweder oder fragen oder sage zu dir entweder oder fragen. Und du musst auswählen
und vielleicht eine kleine Erklärung dazu. Pölser oder Smørrebrød? Smørrebrød. So wird's auch. Smørrebrød. Smørrebrød. Ja. Smørrebrød. Das ist. Erklär eben kurz, was ist. Ja, Pölser. Es ist. Was sagst du? Würst. Wurst? Wurst. Ja. Aber in Dänemark hier bekommt man immer das Wurst in so ein Brötchen, das ist rund. Weißt du? Ich verstehe das nicht, weil das Wurst ist lang und das Brötchen ist rund. Ja. Was soll das? Macht keinen Sinn. Smørrebrød ist, es heißt Rugbrød, so Schwarzbrot. Ja. So mit vielen Kernen und so. Ja. Und dann kommt etwas oben. So könnte sein Schinken, wir machen auch Schinkensalat oder Roastbeef. Okay. Und ja, gibt ganz hoch eigentlich. Du bekommst so ein Smørrebrød, ja, mit alles. Und oft ist das so heimgemacht. So. Es kann auch ein bisschen teuer sein eigentlich in Dänemark, wenn du so ganz gut Smørrebrød essen. Aber ja, ich muss sagen, Smørrebrød. Fahrrad oder Auto? In Deutschland Auto, 100%. Aber in Dänemark ist es einfacher mit Fahrrad. Aber es ist auch kalt im Winter. Aber die Leute fahren wieder, ja, doch. So, ja, aber trotzdem ist Auto ein bisschen mehr angenehm, glaube ich. Frederiksberg oder Kopenhagen? Frederiksberg. Ich bin in Frederiksberg geboren und es ist eigentlich so ein... Wie groß ist das? 100, 200.000. Kopenhagen, Großstadt. Und innen in Kopenhagen gibt Frederiksberg. So ist eigentlich eine Stadt in meiner Stadt. Ach, okay. Aber du weißt nicht, ich weiß, aber wenn du gehst rum in Kopenhagen und geht durch Frederiksberg, du hast keine Ahnung, was Kopenhagen ist und was Frederiksberg ist. So, es ist eigentlich ein bisschen blöd, aber ja, Frederiksberg ist ein bisschen mehr ruhig. Hügel. Hügel? aber jetzt habe ich eine Wohnung in so zentral Kopenhagen, Nyhavn. Jetzt werden wir mal ein bisschen sportlicher. Mir ist was aufgefallen. Du hast in der letzten Saison die meisten Fouls in der Liga begangen und jetzt bist du noch nicht mal unter den ersten fünf. Was ist los? Ja, wir brauchen nicht so viele Freistoße hier, glaube ich. Wir haben mehr Kontrolle. Aber nein, ich bin... Hat das auch damit zu tun, wo du spielst? Ja, klar, ne? Ja, klar, aber auch wie wir spielen wollen. Und hier haben wir so meistens den Ball. Und dann brauchen wir nicht so viel. Natürlich, wir wollen immer gegenpressen und so. Und ich mache wieder Fouls. Natürlich, ich finde das. Ich liebe Fouls. Überragend. Ja, so Blutgrätschen ist immer geil. Die nächste Frage wäre: wie wichtig sind Zweikämpfe? Wie wichtig sind Fouls für Thomas Delaney? Fouls sind total wichtig. Fouls sind unnötig. Natürlich, ja. Wenn du einen Foul machst, kannst du sagen, jemand hat einen Fehler gemacht. Mhm. Aber manchmal muss man auch Fouls machen. Aber natürlich, ich bin auch zufrieden, dass ich weniger Fouls mache. Aber Zweikämpfe ist natürlich wichtig für meinen Style of Play. Genau. Weil, deswegen haben wir dich ja wahrscheinlich auch nach Dortmund gelockt. Genau, weil wir haben so viele gute Spieler offensiv. Und so, ich sage immer so, Jaden, Jakob und Christian, mach dein Ding, mach etwas und dann... Die beiden sind schon sensationell, oder? Genau, alle drei, sie sind unglaublich. Und dann sage ich, dann, wenn ihr den Ball verlieren, dann bin ich da. Ja, Thomas Delaney tut unserer Mannschaft auf jeden Fall so richtig gut und in... Mittelfeld hat er mit Axel Witzel natürlich einen kongenialen Partner. Die beiden passen richtig gut zusammen, wie wir jetzt sehen. Axel Witzel und Thomas Delaney. Herz und Hirn des neuen BVB. Ein Duo, das Stabilität ins Spiel bringt. Ein Duo, das den Weg vorgibt. Ein Duo, das Verantwortung übernimmt.
we are both cool and relaxed. I mean, Thomas never stressed or he's never mad like me. Mit ähnlichen Stärken, aber auch kleinen Unterschieden. He has a lot of experience and he brings also this to the team because he know already maybe more than me the Bundesliga. So it's what he brings in the team. Der Belgier hingegen ist bereits treffsicher in allen Wettbewerben. Der Däne noch ohne das nötige Fortune. I had the chance to score a few goals. Thomas not yet, but I hope for him he's gonna score soon. Ja, wie Pech. Wie meint er das? Triffst bald. Ich kann dir übrigens sagen, die Gäste, die hier waren, haben in der Regel an dem Wochenende getroffen. Die bei mir zum Gast waren. Ich habe nicht gespielt. Spielst du am Wochenende? Im Training hatte ich. Spielst du am Wochenende? Das hoffe ich. Mein Seh ist viel besser jetzt. Ein bisschen Schmerz, aber. Du kannst. Ich kann normal laufen, alles ganz normal. Ganz normal spielen? Doch. Aber tut ein bisschen weh. Tut ein bisschen weh. Wirst du denn noch Pause machen am Wochenende? Nein. Nein? Ich spiele gerne. Du willst spielen? Ja, klar. Dann schießt du ein Tor. Ich kann es dir jetzt schon sagen, weil du hier warst. Das kostet, wenn ich nicht ein Tor mache. Das wird teuer. Okay. Nochmal auf Axel Witzel zurückzukommen. Warum funktioniert ihr beide so gut miteinander? Aus deiner Sicht. Erstmal, Axel ist ein Top-Spieler. Er ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, vielleicht geht er ein bisschen die letzten Jahre unter den Radar, weil er erstmal in Russland war und dann China. Aber ja, ich weiß nicht. Erstmal haben wir eine gute Mannschaft. So, es ist auch ein bisschen einfacher. Aber trotzdem sind wir so in Mentalität und so einige, dass wir laufen viel, wollen das Ball gewinnen immer. Und ich glaube, wir haben manchmal diese Momente, wo wir den Ball gewinnen, bekommen einen guten Angriff, den Ball verlieren und dann nochmal gewinnen. Und das ist so. Das ist, wann wir sind die Beste, glaube ich, wann wir so immer attackieren können. Mit anderen Worten, es macht dir aber auch richtig Spaß, hier bei Borussia Dortmund zu spielen, richtig, oder? Spaß, ja. Es ist sehr geil hier. Das Stadion ist, ja, ist das schon ist, was Besonderes. Ne? Das ist unglaublich. Jetzt geht es auf jeden Fall in den Zweikampf mit mir, Fritz Lünschermann, unser ehemaliger Teammanager, der erzählt uns drei Geschichten über unseren kommenden Gegner, über den VfL Wolfsburg. Ja, unser Gegner Wolfsburg, grün-weiße Farben. Woher kommen die eigentlich? Es war so, dass der damalige Jugendpfleger des Vereins bei der Gründung am 12. September 1945 noch 10 grüne Trikots hatte und die Frauen haben dazu aus weißen Bettlaken die entsprechenden Hosen genäht. Ja, aber das kann man doch nicht wissen, oder? Nee. Wie soll ich das wissen? Trotzdem müssen wir ja 3, 2, 1... Ja, eine kuriose Geschichte. Aber sie ist wahr. So entstanden die grün-weißen Farben des VfL Wolfsburg. Das Glückwunsch. Ja, wir haben ja noch. Noch zwei. Ja, wie der 1. FC Köln mit seinem Geißbock hat der VfL Wolfsburg auch ein lebendiges Tier, nämlich den achtjährigen Wolfsrüden Wölfi als Maskottchen. Ja. 3, 2, 1... Nein? Keine Ahnung. Wölfi ist zwar das Maskottchen der Wolfsburger, aber es ist kein lebendiges Tier. Diese Geschichte ist falsch. Das ist doch auch, der ist doch nicht klar ausgedrückt. Doch. Ich hätte das verstehen. Und ich rede kein Deutsch. Das ist schön, dass du zu mir. Ich habe das verstehen und. So, jetzt Fritz, jetzt. Bitte. Ja, der VfL Wolfsburg hat schon etwas Historisches geleistet. Er stellte als erster deutscher Verein zur gleichen Zeit 2 Pokalsiege.
Als Erste. Drei, zwei, eins. Die Geschichte ist wahr. Im Jahr 2015 wurden sowohl die Herren als auch die Damen des VfL Wolfsburg Pokalsieger. Die Herren übrigens mit einem 3:1 über dem BVB. Ja, Thomas, wie du siehst, führe ich 18:13. Da bin ich sehr zufrieden mit. Wie gesagt, du hast mich als Erstes geschlagen. Da gratuliere ich dir natürlich zu. Dankeschön. Ganz stark. War ganz einfach. War ganz einfach. Ja, du bist ja auch einer, der gerne Spaß hat. Ne? Du bist ja viel am Lachen. Gibt es irgendwas Witziges, Lustiges aus der letzten Zeit zu berichten? Nein. Oh, was beim Training? Nein, weiß ich eigentlich nicht. Und wenn du jetzt einen Witz auf Dänisch erzählen würdest, würde man ja auch nicht so richtig verstehen. Ne? Nein, das wird ein bisschen... Ich habe das probiert in Bremen. Es war Katastrophe. Auch... Eigentlich auf Englisch, das war auch eine Katastrophe. Nicht gut? Sie Deutschen verstehen nicht das dänische Humor. Das dänische Humor, weiß ich. Ja? Weil, ja? Wie ist der denn? Eher schwarz oder? Vielleicht, aber ich glaube auch, wir haben so viel, wir brauchen viel Ironie. Okay. Aber ja, wir lachen auch nicht, eigentlich nicht so viel in Dänemark, glaube ich. Natürlich lacht er viel. Ich kenne nur lustige Dänen. Ja. La, la, aber mehr als die Deutschen. Wieso? Wir lachen seriös, auch viel. Seriös, immer seriös. Wir Deutschen. Mhm. Wo bist du denn unterwegs in Deutschland? In Bremen und. Aber in Dänemark sagt man immer so über Deutschland, so sagt man immer, Ordnung muss sein. Das ist Deutschland. Ja, das ist klar. Und Pünktlichkeit ist auch wichtig, ja. Sehr schön. So, jetzt haben wir seit diesem Jahr. Ja, etwas Besonderes hier beim Feiertagsmagazin. Und zwar bringt mein Gast immer etwas Besonderes mit. Und diesmal etwas ganz Besonderes. Das ist das Trikot von Thomas Delaney, 2011 dänischer Meister. Und das hat er für uns rausgeholt. Und ihr könnt dieses wunderbare Trikot ersteigern. Einfach auf die BVB-Seite gehen, auf den Store und dann unter Auktion könnt ihr ab Montag dieses Trikot ersteigern. Ja, am Mittwoch sind wir ja eine Runde weitergekommen im DFB-Pokal. Eine Dame hat damals ausgelost, Gina Lückenkämper, und mit der haben wir uns getroffen und ein kleines Interview geführt. Schaut mal. Dann müssen wir fragen, wie steht denn die Leichtathletin Gina Lückenkämper zum Fußball? Zum Fußball allgemein ist es ein bisschen schwierig. Ich sag mal, weil wir halt in allen Sportarten, die halt nicht Fußball sind, leider Gottes immer den Kürzeren ziehen und halt oft zurückstecken müssen. Nichtsdestotrotz bin ich aber ein ganz großer Fan von Stadionatmosphäre, egal welche Sportart das jetzt ist, und bin halt auch super gerne bei Fußballspielen halt in den Stadien, einfach weil ich die Atmosphäre so sehr mag. Bei super Stadionatmosphäre, dann kommt man natürlich eigentlich an Borussia Dortmund nicht vorbei, zumal wenn man auch noch aus Soest kommt, erst recht nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Also ich bin durch meinen Bruder schon ein paar Mal halt mit im Stadion mit dabei gewesen, weil mein Bruder ist ganz großer BVB-Fan. Und da wird man als kleine Schwester natürlich so ein bisschen mitgerissen. Und die Stadionstimmung an sich hier jetzt im Signal Iduna Park ist unbeschreiblich. Und es gibt eigentlich kein anderes Stadion, wo ich bisher bei einem Fußballspiel so eine Stimmung erlebt habe wie hier. Heute haben wir übrigens noch ein Geburtstagskind. Unser Trainer hat Geburtstag, er wird 61 Jahre, und dann singe ich ihm natürlich auch ein Liedchen. Happy Birthday mit dir. To you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Lucien. Happy Birthday to you. Alles Liebe und Gute und viele Titel mit deiner Mannschaft. Ja, Dankeschön nochmal, Thomas. Viel Erfolg, bleib gesund, alles Liebe, Gute, mach es gut, schieß morgen ein Tor und denk dran, wenn er einschlägt. Ich hab's dir vorher gesagt. Klar. Das war's vom BVB TV. Bis dahin, tschüss, macht's gut.